Hast du das Gefühl, die sich auf die Suche machen, die sind eigentlich englischsprachig gut genug unterwegs? Oder würdest du sagen, wenn wir es schaffen, noch mehr deutsche Inhalte oder übersetzen, dass das wichtig wäre? Das ist extrem wichtig. Ja. Weil es sind nicht nur Junge, es sind auch ganz viele, sagen wir 50 aufwärts, die sagen, ich möchte jetzt nicht nochmal Pachter, nochmal Bauer, aber ich möchte noch 15 oder 20 Jahre Bauer sein. Mhm. Ja, und da ist halt im Englischen meistens schwierig, ja. Und auch bei vielen Jungen merke ich, also die sagen, boah, hör mal auf mit Englisch. Ja. Das, ja. Also deutsche Inhalte oder Übersetzungen sind brutal wichtig. Okay. Ich meine, mir fällt es nicht schwer, ja, wenn du das mal regelmäßig machst, kommst du auch rein in das Fach Englisch, ja, aber. Das ist halt eine zusätzliche Hürde, wo ich dann vielleicht sage, okay. Ja. Und du hast natürlich immer so den geografischen Raum, ne? Also klar, in Amerika funktioniert es so. Also ich meine, das hast du und funktioniert es bei uns dann auch. Also, ja. Aber das ist ja genau das, was wo Urs und ich auch gerade dran sind, da irgendwie zu gucken, wie kriegt man das irgendwie in Deutschland auch hin oder wir mit anderen zusammen. Wie kann man das groß machen? Also wie kann man jetzt ne, von deinem Einzelbetrieb, wie kann man das in die Fläche bringen? Wie kann man noch mehr diese Inhalte an die Leute ranbringen? Und das wäre ja eine Möglichkeit, so, ne? Die Inhalte auf Deutsch zu verfassen und zu übersetzen. Ja, ja, Dietmar bringt da ein Buch raus. Jetzt ist, glaube ich, im Januar erst. Hätte eigentlich letzten Herbst kommen soll, aber nächstes Jahr im Januar. Steht wohl fix. Ja, das ist schon mal wichtig, dass, dass mal das System regenerative Landwirtschaft mal ein bisschen beschrieben ist auf Deutsch. Ja. Wobei, ja, regenerativ gibt es viele Nuancen. Ja, das ist genauso. Ja. Ich würde es jetzt mal regenerativen Ackerbau nennen. Ja. Weil zur regenerativen Landwirtschaft aus meiner Sicht noch mehr Aspekte dazugehören. Sie haben sich jetzt so genannt und es ist okay, aber ist für mich ein Ackerbausystem, wo man Gemüsebauaspekte ableiten kann. Aber wenn wir dann an Agroforce, die Tiereintegration in die Landwirtschaft denken und so. Also da können wir noch mehr. Ja. Ja, viel mehr. Ja. Nee, das ist so. Aber da, das sind so Sachen, Tiere wieder auf die Fläche, das ist dann ein politisches Thema. Ja. Ja. Das, was die mit Mobgrazing und so machen. Ja. Ja. Oder ja, Hühnchen noch draußen, ja, dann kommt wieder irgendeine Vogelgrippe, dann heißt wieder alles rein. Ja. Das ist typisch deutsch. Ne? Sofort Panik, ja. So kann man Leuten dann ganz schnell ein Chaos machen. Ja, aber das ist, das muss eigentlich wieder die Zukunft sein, ja. Jeder will es ja, dass die Tiere wieder draußen sind, ja. Ja. Im Boden tut es gut, im Bauer tut es gut. Ja.